there's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight, we are losing, losing this fight. Oh, help our souls tonight, there's no one on outside who's on it. Moin Leute, willkommen zu dem Video, ja, zu einem Video Tipps und Tricks. Darum geht es, in diesem Video geht es darum, dass ich euch ein bisschen das Bauen näher bringe, weil ich jetzt, ja, das Tutorial, was ich Tutorial genannt habe, ist jetzt nicht wirklich Tutorial, ist mehr so ein, mehr oder weniger so ein Let's Build, wo ich was vorbaue und ja, wir fangen heute direkt auch mit dem ersten Thema an, der Reihe, nämlich wie ich am besten authentisch mittelalterlich baue. Ihr seht hier schon, wartet kurz. So, dann muss ich noch kurz die Kaffee-Einstellungen hochstellen. Fertig. So, ihr seht hier schon ein kleines Häuschen. Ich denke mal, fast jeder von euch oder auch ich erkennt solche Häuschen wieder. Wer kennt es nicht noch? Das gute alte Vanilla Minecraft Survival. Ja, ich denke mal, so ziemlich alle hatten so ein Häuschen am Anfang. Und später ist man dann besser, hat mehrere Rohstoffe, wie zum Beispiel hat ganz viele Steine, um sich solche hier Stufen zu bauen, um dann das Haus nochmal so aus dem zu bauen. Und denjenigen gefällt das Haus dann vielleicht trotzdem nicht. Und deswegen mache ich jetzt hier diese Tipps und Tricks Folgen, wo ich dann euch zeige, wie gesagt, wie man halt am besten jetzt was aus diesem kleinen Häuschen machen kann. Ich fange an mit dem Grundthema mittelalterlich bauen, was auch in meinem, ich sag jetzt mal, Let's Build mitgemacht wird. Und was ich finde, was immer ganz gut aussieht, wenn man ein paar Slabs, ein paar Stone Bricks durch Brickstones ersetzt, aber auf keinen Fall symmetrisch, also jetzt auf keinen Fall hier ein und in den oberen Ecken ein. Also das nicht, weil sonst sieht es nicht echt aus. Das könnte man überall mal so ein bisschen machen. Und ich mache das mal ganz kurz und wir sehen uns gleich wieder. Gut, ich habe das jetzt ein bisschen gemacht hier und ja, ich finde, es sieht bisschen besser aus als vorher, also ein bisschen abwechslungsreicher. Doch die ganzen Ecken und also ich weiß, Minecraft ist eckig, aber es ist alles wie ist, wenn man von oben guckt, von ganz weit oben einfach nur Block. Also ist alles irgendwie so ein bisschen, naja, mir gefällt es nicht, das Haus. Deswegen hier ein Tipp von mir: Im Mittelalter hat man die Dächer häufig so gebaut, dass die dass man die Dächer nicht so gebaut hat, dass dann immer höher, sondern man hat angefangen so zu bauen, also damit mehr Stauraum ist, und hat dann eben hier und hier sowas gemacht. Und ich finde, wenn man das beides, diese beiden Arten, also einmal so eins, wenn die beiden Sachen jetzt miteinander kombiniert, können da richtig schicke Sachen entstehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so weitermacht, dann könnte man dann hier oben so. Ah, das war jetzt ein Fail. Könnte man so machen. Und dann immer weiter. Halt, so. Das dann in die Höhe ziehen oder in die Tiefe ziehen. Also ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Part dann eben das Dach ist. Gut, das habe ich jetzt erstmal kurz weggemacht, weil ich mir dachte, das ist vielleicht nicht so interessant, dass ich das wegbaue. Was noch eine Idee wäre, man könnte ja, weil im Mittelalter war ja viel mit Fachwerkhäusern, dass man einfach mal anfängt, an den Ecken ein bisschen Holz so reinzusetzen. Nicht so, so. Erstmal auf allen Vieren, also auf allen vier Ecken, nicht auf allen Beinen. Dann könnte man was auch richtig nicht toll ist: Symmetrie. Scheiß auf Symmetrie, wenn ihr irgendwas baut. Einfach, nee, das ist einfach nur Symmetrie, ist nicht so das Schönste.
Und es sieht auch nicht echt aus, wenn es ein Haus überall in allen Ecken symmetrisch ist. Und deswegen habe ich einfach mal kurz die Fenster rausgerissen. Oh Gott. So, und baue dann sowas hin. So, das kommt mal weg. Dass man vielleicht erstmal anfängt, sowas zu bauen, das ist jetzt ein ganz normaler Säulengang. Also sieht, finde ich, so ein bisschen aus wie ein Säulengang. Man kann dann sich quasi noch die tollsten Sachen ausdenken. Ich werde jetzt hier einfach mal ein mittelalterliches Haus bauen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es gebaut habe. Oder ich mache Zeitreferenz. Ich mache Zeitreferenz, bis gleich. Thank you.
Okay, jetzt ist der Zeitraffer beendet und ich denke, man hat ganz gut gesehen, was ich jetzt gerade gebaut habe. Es ist unsymmetrisch, bis auf das Fenster, dem Fenster und diesem kleinen, wie nennt man das? Oh, da habe ich das Fenster vergessen. Wie nennt man das Ding? Ausguck. Okay, bis auf dieses Teil hier an der Seite. Ist alles unsymmetrisch. Ich denke, man sieht deutlich einen Unterschied. Es hat im Survival hätte es viele Materialien mehr gehabt, mehr gekostet. Aber es sieht dementsprechend auch schicker und authentischer aus als das hier, dieses Gebilde. Ja, ihr seht, ich habe hier mit der Wolle variiert. Die sieht dreckig und ausgewaschen aus, wie halt bei einem Haus, was schon 2-3 Jahre steht. Und hier eben noch die helle weiße schöne Wolle. Hier unten habe ich so einen Kranz rumgelegt mit Slabs. Und hier ist dann halt so eine Treppe, wo dann halt sich jemand verbaut hat. Hier geht's dann eben weiter. Hier in der. Hier fehlt ein Ziegelstein. Das ist auf der anderen Seite. Hier ist wieder so ein. Sorry, so ein Ding. Also sorry, weil es gerade geleckt hat kurz. Dann hier wieder diese Einkerbungen, wo nur so ein Stein fehlt. Hier habe ich gerade wieder was vergessen. So. Und das Dach ist so. Ich fuchtel gerade vom Bildschirm rum, aber das geht ja schlecht, weil ihr könnt mich ja nicht sehen. Das Dach ist so, ja, ich sage jetzt mal, das kann man schlecht sagen, aber halbrund für Minecraft-Begriffe, bisschen halbrund. Dann habe ich hier noch solche. Wie nennt man das? Solche Büchse hingebaut. Und hier noch ein kleines Vordach, wo man dann reingehen kann. Ich habe das Haus jetzt noch nicht eingerichtet. Dementsprechend sieht es hier drin auch aus. Da zum Beispiel. Ich habe auch nicht vor, das einzurichten. Ich mache das dann bei der Stadt, bei dem Let's Build, wo ich gerade die Burg angefangen habe. Und nach dem Prinzip kann man die unterschiedlichsten und tollsten Häuser bauen. Man muss auch nicht immer, weil ich habe jetzt zum Anfang den simplen Grundriss genommen. Einfach nur so ein Viereck. Man kann auch halbrund und dann. Also so eine Fusion aus halbrund und Viereck. Ja, ich glaube, man weiß, was ich meine. Brauche ich jetzt nicht hinbauen. Und ja, jetzt wollte ich euch noch einen Tipp zeigen, wie man das noch noch besser und echter aussehen lassen kann. Nämlich, wenn man hier in dem Dach mal reingeht und überall ein paar Sachen austauscht. Weil das sieht dann, also finde ich zumindest, so aus, als ob das Haus wirklich schon sehr lange steht und viel durchgemacht hat, was Sachen Regen und Sturm und sowas angeht. Kann man einfach mal auch sowas machen, dass da einfach was fehlt hier. Also halt, ja, ein bisschen ausgewaschener, soll das halt aussehen. Ups, das war falsch. So. Ja, man sollte damit auch nicht übertreiben, weil sonst sieht es dann sehr schlecht aus am Ende. Hier habe ich dann noch solche kleinen Pfeiler, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, nee, glaube ich nicht. Solche kleinen Pfeiler gebaut, die das Dach stützen, damit das jetzt nicht runterkommt, weil das ja so einen kleinen Überhang hat. Und ja, nach diesem Prinzip werden dann auch die Häuser in der Stadt gebaut. Wird eben ein bisschen mit anderen Formen und so, also es wird nicht jedes Haus gleich sein. Jedes Haus ist dann ein Unikat, ja, mit unterschiedlicher Einrichtung. So, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Mit den Tipps, also der erste Tipp, baut am besten nicht symmetrisch, das sieht man hier nochmal bei den Fenstern, baut, wenn ihr das wollt, überall solche Treppen rein, damit das ein bisschen abgenutzter aussieht. Hier Tipp Nummer 3, dass man versucht, das real auszusehen, dass überall immer ein bisschen was fehlt. Tipp Nummer 4 ist, nee, das kann man mit Tipp Nummer 3 nehmen. Okay, Tipp 4, baut sowas nicht. Also ihr könnt sowas bauen, aber es sieht einfach nur, ich finde, es sieht behindert aus und ich habe auch nicht jetzt das gebaut, dass ich wollte, dass es schön aussieht. Es sollte einfach nur so aussehen, wie eben meine und vielleicht auch eure ersten Minecraft-Häuser aussahen. Ja, ich möchte mal meinen, das wär's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und euch auch ein bisschen geholfen hat in Sachen Tipps und Tricks, lasst doch gerne ein Däumchen da.
Ich freue mich drüber und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald mit der nächsten Folge, wo ich euch dann zu einem anderen Baustil ein paar Tipps und Tricks verrate. Ich lasse es dann hier alles stehen und mal gucken, vielleicht tue ich irgendwann mal die Welt, wenn mir nichts mehr einfällt, was ich euch mitgeben kann auf dem Weg, was ihr am besten noch als Tipps beachten könnt, dann werde ich die vielleicht als Download freistellen und dann könnt ihr euch das nochmal selber angucken. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.